Hallo und hallo und herzlich willkommen beim Webinar Anbau von Kulturpilzen im Gemeinschaftsgarten. Mein Name ist Gudrun Balisch von der Anstiftung. Neben mir seht ihr unseren Referenten von heute Abend, Danny Kaulitz, der in Görlitz bei Bad Oldesloe sitzt. Ich sitze in München. Ihr kommt ja alle von ganz anderen Regionen hier in das Webinar. Wer noch nicht dabei war, ganz kurz die Info. Ihr seht ja schon, es haben viele eingetippt. Eure Fragen könnt ihr laufend eintippen. Denn ich würde gucken, dass er sie dann, je nachdem, wo er gerade ist, dann auch gleich beantwortet, macht aber auch immer so ab und an kleinere Pausen, um dann eben auch zu gucken, was an Fragen aufgelaufen ist. Wir laden alle Webinare immer hoch und auch dieses wird hochgeladen bei unseren Praxisblättern. Ich schreibe euch auch gleich den Link und wenn wir das gemacht haben, schreibe ich euch über dieses EduGIP-System, also alle, die dann sich da angemeldet hatten, kriegen die Informationen, wenn es hochgeladen ist und wo ihr es findet. Anbau von Kulturpilzen im Gemeinschaftsgarten ist ein großes Thema. Es gab sehr, sehr viel Interesse jetzt an diesem Webinar. Und es ist natürlich auch etwas, was in den Gärten noch nicht wirklich viel vorkommt. Obst, Gemüse, Kräuter, Blumen, das ist wahrscheinlich in all euren Gärten schon da. Aber Pilze ist nochmal was ganz Besonderes. Und da gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen und Möglichkeiten. Und wie Danny auch gesagt hat und wie wir in der Ausschreibung drin haben, man kann es eben auch relativ einfach zu Hause machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich schalte mich jetzt ton- und bildmäßig aus und übergebe an Danny. Danke, Gudrun. Könnt ihr mich gut hören? Okay, ich gehe mal davon aus, dass ihr mich hören könnt. Geht so. Okay, ich mache ein bisschen lauter. Besser? Okay, danke. Also mein Name ist Danny Kaulitz. Ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr 10 Jahren mit dem Thema. Und von der Ausbildung her bin ich Biochemiker und solche mikrobiologischen Zusammenhänge und sowas hat mich schon immer interessiert. Und ja, und ich bin eben auf diese Pilzgeschichte aufmerksam geworden, weil ich im Internet gelesen habe, dass man eben ganz einfach auf ein bisschen Pappe Auslandszeitlinge züchten kann. Und das war mein Zugang zum Thema. Okay, und heute freue ich mich, dass ich euch einen kurzen Überblick geben kann, was alles möglich ist. So, hier steht noch, hier ist kaum was zu hören. Ist besser oder geht das? 1, 2, 3. Okay, ich mache mal hier weiter. Ich möchte gerne damit anfangen mit einer Umfrage. Mal gucken, ob das jetzt hier so funktioniert. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, was ihr denn denkt, welche Pilze lassen sich eigentlich gezielt anbauen. Und ihr seht da jetzt 4 Arten und ihr könnt da entscheiden, was ihr denkt. Okay, man sieht, dass der Steinpilz als Favorit verschwindet. Ja, 84% sind für Shiitake. Moicheln sind am Steigen. Pfifferling ist dazugekommen. Okay, also wir sehen, ich stoppe das jetzt einfach mal hier. Moment. Okay, so jetzt müsstet ihr theoretisch die Umfrage sehen. Also ihr seht hier, die meisten stimmen für Shiitake. Ein paar Leute gehen davon aus, dass man Moicheln anbauen kann, Pfifferling und der Steinpilz wurde hier auch gewotet. So, ja, dann werdet ihr jetzt in der Präsentation erfahren, welche Pilze davon nun wirklich gezielt angebaut werden können. Okay, fangen wir an. Also, wenn man jetzt an Pilze denkt, so die Pilzsammler unter euch, die sehen wahrscheinlich hier so ein Gebilde mit Stiel und Hut im Wald. Und hier genau das Beispiel, das ist hier der Hexenröhrling. Und das zum Beispiel, das ist ein Pilz, den kann man nicht anbauen. Weil dieser Organismus hier, der lebt in einer ganz engen Symbiose mit hier seinem Umfeld, hier den Bäumen. Das ist hier wahrscheinlich hier unter der Erde ist ein Myzel, was sich hier über mehrere 100 Quadratmeter ausbreitet und dann hier letztendlich diesen Fruchtkörper bildet. Und zum Beispiel beim Steinpilz, sowas kann man heutzutage noch nicht nachempfinden. Also es ist nicht möglich, gezielt Steinpilz anzubauen. Und dasselbe gilt übrigens auch für den Pfifferling. Der Pfifferling gehört auch zu diesen Pilzen, die wirklich eine Symbiose mit den Bäumen eingehen.
Und das schafft man nicht so einfach zu reproduzieren. So manche von euch denken jetzt sicherlich, na gut, wie ist denn das bei der Trüffel? Das funktioniert doch, ich kann noch ein Trüffelbäumchen kaufen. Das ist im Prinzip eine ganz Geschichte, wo man ganz vorsichtig sein muss, wo ein steriler Säugling ganz gezielt mit einem Pilz infiziert wird und wo gar nicht so richtig raus ist, wenn ich das in ein komplexes Ökosystem reinsetze, wie sich das verhält. Okay, also diese ganzen Pilze, die in Symbiose leben, die sind im Prinzip für einen Anbau im Garten überhaupt nicht geeignet. Dann weiterhin gibt es Pilze, die ernähren sich auch von organischen Substanzen, allerdings leben die noch, also sozusagen Parasiten. Das Paradebeispiel dafür ist eigentlich der Hallimasch, der wirklich auch als Forstschädling ja, die Bäume zerstört und natürlich im ökologischen Kontext könnte man jetzt sagen, ist er auch wichtig, weil er eben Totholz erzeugt, in dem dann wieder Käfer leben und so weiter. Aber es ist ein Organismus, den möchte man eigentlich nicht in seinem Obstgarten haben. Deswegen fallen Parasiten im Prinzip zum Beispiel auch aus. Sowas möchte man im Garten nicht anbauen. Dazu gehört dann zum Beispiel auch der Schwefelporling oder andere Arten. So. Dann weiter, hier diese Art, die kennt ihr alle, das ist der Champignon. Der wird in Europa historisch am frühesten angebaut und er wird traditionell auf einem ganz stickstoffreichen Kompost gezüchtet, der zum Großteil aus Pferdemist und aus Hühnerkot besteht und Stroh. Das Ganze muss dann heiß kompostiert werden und dadurch auch hygienisiert, dass bestimmte Mikroorganismen auch absterben. Und das ist eigentlich auch was für einen Anfänger eigentlich nicht geeignet ist, weil bei dem Champignon zu der eigentlichen Kultivierung noch diese Kompostherstellung hinzukommt. Muss man eben kurz lesen. Okay. So, also den Champignon, den würde ich euch zum Anfang auch, würde ich euch auch nicht raten. Also ihr könnt euch zum Beispiel solche fertigen Champignon, gespickten Champignon-Kompost kaufen, wo ihr dann so eine Growbox habt, wo innerhalb kürzester Zeit Champignons wachsen. Das macht Spaß und da könnt ihr auch schön zugucken und ist auch lecker. Aber für einen Anfänger jetzt oder für einen Garten ist das eigentlich ungeeignet, weil da wirklich dieser komplexe Kompostierungsvorgang vorher stattfinden muss. Was ihr hier in dem rechten Bild seht, das ist nochmal hier ein Sporenabdruck vom Champignon. Und man erkennt hier eben die Sporen, die werden von diesen Fruchtkörpern abgeworfen und sind dann eigentlich, also ähnlich wie Samen, sind die Reproduktionseinheiten, die eben in sehr großer Anzahl von dem Pilz gestreut werden, dass er sich dann praktisch auch dann sexuell vermehren kann. Genau, hier kommt schon die erste Frage. Darf man Champignon auf frischen Mist ziehen oder bekommt man damit Probleme? Also es ist wirklich so, du musst den Kompost wirklich vorher heiß verrotten lassen, weil das so ist, dass dadurch, dass sich der Kompost aufwärmt, werden bestimmte Organismen abgetötet. Also der wird dann teilweise über 70 Grad heiß und da werden bestimmte Pilze und Nematoden, die werden da abgetötet. Und wenn man diese heiße Kompostierung nicht hat, dann hat man eben auch nicht diesen Erfolg. Und das ist das Schwierige eigentlich beim Champignon. Okay, gibt es hier zum Champignon noch eine Frage? Okay, näher ans Mikrofon. Ist so besser? Okay. So, also, danke. Also diese Pilze, die praktisch auf so einem komplexen Kompost wachsen, die würde ich euch für den Anfang auch nicht empfehlen. So, was für uns interessanter ist, das sind Pilze, die sich von, sagen wir mal, einfacheren Substraten ernähren. Zum Beispiel am geeignetsten für die Anfänger sind eigentlich diese holzzersetzenden Arten. Die verdauen im Prinzip Zellulose und Lignin, also diese Holzgerüststoffe. Und was ihr hier auf diesem Bild seht, das ist hier auch was ganz Wichtiges. Ihr seht, dieser Organismus, dieser Pilz, der teilt sich eben in zwei Bereiche. Einmal hier dieses weiße Myzel. Das ist ein ganz feines Gespinst von Zellen, die sich durch das Nährmedium ausbreiten und dann die Stoffe aufnehmen und hier auch den Stoffwechsel machen. Und das, was wir als Großpilze kennen, das sind eben eher die Reproduktionsorgane in dem Sinne. Das sind hier diese Fruchtkörper, an denen dann die Sporen entwickelt werden, die dann abgeworfen werden und dann zum Beispiel vom Wind oder von Insekten verteilt werden. Das ist hier der Sinn. Und man erkennt auch hier,
Die Pilze, die sind von der Verwandtschaft her, sind die näher an uns dran als zum Beispiel an den Pflanzen. Also die Pilze selber, die können nicht zum Beispiel durch Photosynthese aus einfachen Stoffen komplexe Stoffe aufbauen, sondern sie müssen wirklich organische Stoffe aufnehmen und aus denen dann wieder komplexere Stoffe aufbauen. Und wenn man jetzt Pilze anbauen will, dann ist es eben ganz wichtig, dass man hier diese Stoffe dem Pilz zur Verfügung stellt, dass er eben gut wachsen kann. Was ihr hier auf diesem Bild seht, das ist der Austernseitling in seinem natürlichen Umfeld. Das ist hier eine Aufnahme aus dem Volkspark Pankow. Und hier sieht man, der Austernpilz selber, der ist eben kein Parasit, sondern also erst höchstens ein Schwächeparasit. Wenn ein Baum schon wirklich stark geschädigt ist, dann siedelt sich hier der Austernpilz an. Und dieser Austernpilz, das ist ein holzzersetzender Pilz, der sich eben auf die Verdauung von Lignin und Zellulose spezialisiert hat, beides zwei Stoffe, die kaum ein anderer Organismus abbauen kann. Das ist hier wirklich die ökologische Nische sozusagen von denen, dass sie diese sonst sehr resistenten Stoffe abbauen können. Und sie besitzen eben diese speziellen Enzyme, mit denen sie das dann verdauen können. Aber sie können sich auch von allen möglichen anderen Substraten ernähren. Zum Beispiel so ein Austernpilz, den kann man im Prinzip auch auf Getreide züchten oder auch auf anderen Stoffen, die Stärke und Zucker enthalten. Aber das Spezialsubstrat, auf dem wirklich nur diese holzzersetzten Pilze wachsen können, das ist eben Holz. Und je näher man an diesem Substrat dran bleibt, umso geringer ist am Ende eigentlich die Ausfallwahrscheinlichkeit, dass einem die Kulturen umkippen und dass da irgendwas anderes wächst. Hier im rechten Bild, da seht ihr auch einen Verwandten vom Austernpilz. Das ist hier der Rosa-Seitling, das ist hier die gleiche Familie. Und der kommt aber bei uns so nicht vor. Das ist eben eher ein Pilz aus dem Tropischen. Das ist ein Pilz, der fühlt sich im Sommer zum Beispiel sehr wohl. Während der Austernpilz, wie ihr es hier vielleicht hier an dem Bild erkennen könnt, in seinem natürlichen Habitat eigentlich eher im Winter vorkommt. Das ist ein typischer Winterpilz. So, wenn die ersten Nachtfröste einsetzen, dann bringt der Erträge. Genau, hier sehe ich, kommt gerade eine Frage zu den Baumarten. Da gehe ich dann später drauf ein. Okay. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, wir hatten das ja jetzt am Anfang so angedeutet. Es gibt hier diese Kompostpilze, ne? Das ist hier zum Beispiel der Champignon, der in Europa am meisten angebaute Pilz. Es gibt aber da zum Beispiel auch noch andere Arten. Zum Beispiel interessant ist auch der violette Rötelritterling, der wächst im Prinzip auch auf so einem Champignonsubstrat. Den kennen vielleicht einige von euch auch vom Pilzesammeln, der wächst auch sehr gerne im Herbst. Der ist im Zusammenhang von Kompostierung von Laub zum Beispiel interessant. Also wenn ihr da mal im Internet nochmal nachgucken wollt, ist interessant. Oder auch zum Beispiel hier der Tintling, den man dann eben auf gut gedüngten Weiden findet oder so. So. Geeigneter für den Anfang sind hier diese Holzzersetzer, wie ich das schon erwähnt habe. Das seht ihr auch hier. Das gibt eine ganz große Vielfalt von verschiedenen Arten. Das sind hier alles Arten, die potenziell in Frage kommen für den Anbau. Aber das sind noch längst nicht alle. Das ist ja nur, um das nochmal hervorzuheben. Auf eine Art gehen wir später nochmal ein. Das ist ja der Kulturträuschling. Das ist eine Art, die sich auch im Garten weiter ausbreitet. Dann gibt es noch andere Arten, ja zum Beispiel den Pio Pino. Das ist eher eine Art, die im Mittelmeerraum gegessen wird, den Austernseitling. Den haben wir schon erwähnt. Den Austernseitling, den gibt es dann nochmal jetzt auch nochmal in verschiedenen Arten. Dann gibt es dann zum Beispiel noch den Lungenseitling. Dann gibt es den Austernseitling Wintertyp, Sommertyp und so weiter. Da gibt es wirklich ein breites Spektrum. Dann hier diesen Limonenseitling, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Der ist auch verwandt mit dem Austernseitling, der Rosenseitling. Dann gibt es noch so eine Sparte so zu Medizinalpilze. Das sind so Porlinge, die kann man eigentlich im Prinzip nicht essen. Also die sind zäh wie Leder. Die besitzen aber bestimmte Inhaltsstoffe, denen man gesundheitsfördernden Eigenschaften zuspricht. Und ja, in der traditionellen chinesischen Medizin hat zum Beispiel dieser Pilz hier, der Reishi, einen sehr hohen Stellenwert. Dann gibt es hier zum Beispiel noch den Enoki, den mag ich selber sehr gern, und hier den Shiitake. Also hier nochmal auf diesem Bild so als Zusammenfassung, es ist wirklich so, es gibt wesentlich mehr als den Champignon und auch bei den holzersetzten Arten gibt es wirklich ein ganz reiches Spektrum an verschiedenen Arten. Also man geht davon aus, dass es mindestens 20
Arten gibt, die sich dann nochmal in Sorten unterteilen, die hier anbauwürdig sind. Okay, erstmal zu dem Foto, gibt es da Fragen? Nein. Okay, das war jetzt im Prinzip hier der Einleitungsteil. Dann fangen wir jetzt mal an, wie funktioniert denn das eigentlich mit dem Anbau? Hier seht ihr eine schematische Darstellung, wie das funktioniert. Also ich habe das hier unterteilt in drei Phasen. Eins, zwei, drei. Und in jeder Phase braucht der Pilz unterschiedliche Bedingungen, er braucht unterschiedliches Material und so weiter. Der Schwierigkeitsgrad, Kaltgrad ist auch unterschiedlich. Also wenn man anfängt, dann braucht man im Prinzip erstmal eine Pilzbrut. Das ist eine Startkultur, so wie zum Beispiel beim Bierbrauen auch die Anstellhefe oder beim Wein die Weinhefe, das sind ja auch Pilze. Genauso braucht man auch, wenn man diese Kulturpilze kultivieren möchte, eine Startkultur, die Brut. Und dann braucht man Substrat. Das hat man jetzt auch schon angesprochen. So, und hier für das Substrat gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man hier nehmen kann. Die Substratherstellung an sich, wie bei der Kompostierung erwähnt, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn man sich das jetzt anguckt, industriell, ist es auch so, dass die Substrate bei den Holzversetzern meistens sterilisiert werden, bevor die mit der Pilzbrut in Kontakt kommen. Und das ist zum Beispiel was, das kann man im Hobbybereich eigentlich kaum gewährleisten. So, die Brut und das Substrat, die werden gemischt. Ich habe das hier mal beispielhaft hier mit. Zum Beispiel, das hier ist ein Substrat, das, was ich euch selber empfehlen würde. Das sind hier so Strohpellets. Das zeige ich euch nachher nochmal. Das ist hier so Einstreu für Kleintiere auf Strohbasis. Das ist pelletiert, also gepresst. Und dadurch wird das kurzzeitig sehr heiß und ist dadurch eben sehr sauber. Das ist wirklich sehr gut geeignet als Substrat. Und dann braucht man eben noch diese Startkultur. Das kann zum Beispiel so aussehen, wenn man sich die selber herstellt. Werden gerne hier solche Einweggläser genommen. Zeige ich euch später nochmal dazu. Die braucht man. Die beiden, die werden dann gemischt, das Substrat und die Brut. Hier in dem Fall ist das ein trockenes Substrat, also da muss noch Wasser dazu. Und wenn das dann zusammen gemischt ist, dann erfolgt eine Besiedlung von dem Substrat. Also das Myzel, das wächst durch das Substrat durch, bis das Substrat vollständig besiedelt ist. Das dann zum Beispiel so aus hier, das ist hier auch so ein Substrat auf Basis von solchen Strohpellets. Dieses weiße Myzel, das wächst komplett durch. Und wenn dann diese Besiedlungsphase zu Ende ist, dann geht die Fruchtungsphase los. Und das ist jetzt hier ein Block, den habe ich gerade aus dem Garten geholt. Der ist jetzt nicht super schön, aber da zeigt es im Prinzip, glaube ich. Da wachsen dann eben im nächsten Schritt hier in der Fruchtungsphase hier die Pilze und als nächstes folgt dann die Ernte. So, also das sind hier diese drei Phasen und das ist jetzt eben unterschiedlich. Also wenn ihr nachher vielleicht Fragen stellt, ist es dann immer wichtig, welche Phase man gerade beachtet. Ob es zum Beispiel diese Besiedlungsphase ist, in der Phase zum Beispiel. Pilz ist eingefroren, okay. Zum Beispiel in der Besiedlung ist es wichtig, dass eben nicht zu viel Luftfeuchtigkeit und Wasser vorhanden ist, weil das dazu führen kann, dass sich da Schadorganismen ansiedeln, während es zum Beispiel bei der Fruchtkörperentwicklung notwendig ist, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Wenn man sich jetzt hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, hier zum Beispiel bei den Pilzen, da wellen sich schon so die Hutränder nach unten und man sieht auch hier so Risse in den Hüten. Das ist zum Beispiel ein Zeichen für Trockenheit. Also die hatten es jetzt draußen. Dadurch, dass jetzt Frost war, war eben die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch und dadurch sind die ja schon ein bisschen ja, eingetrocknet. Und dann folgt die Ernte. Also das ist im Prinzip ein Schema, das findet man immer wieder. Okay, so an der Stelle möchte ich kurz eine Pause machen. Gibt es soweit Fragen? Okay, dann mache ich weiter. Danke. So, ich bin jetzt hier schematisch eben grob drauf eingegangen und jetzt schauen wir uns mal drei Methoden an, wie wir das machen können. Okay. So, was ich euch wirklich empfehlen möchte, das ist hier dieser Anbau von Austernseitlingen auf Strohpellets, weil
Das funktioniert immer ziemlich gut. Jetzt auch in den Kursen ist das so, dass die auch unter schlechten Bedingungen eigentlich immer Erträge bringen. Also wir hatten zum Beispiel schon im Hochsommer Kurse gemacht, wo wirklich viel Pollenflug, viel Staubflug war und die Kulturen fallen sehr selten um. Man kann auch Pilze im Garten auf Stroh- und Holzhackschnitzeln ziehen. Das ist so, dass dieses eigentliche Stroh, das müsst ihr euch vorstellen, das ist natürlich voll von Staub, von Insekten und so weiter. Das kann schon einem eher mal sozusagen umfallen und ein Fremdpilz sich da ansiedeln. Und ja, und Holzhackschnitzel sind eben auch geeignet für bestimmte Arten. Darauf gehe ich später nochmal ein. Ja, und dann schauen wir uns nachher noch den Anbau von Austernseitlingen und Shiitake auf Holzabschnitten an. Das ist eigentlich die ja, traditionellste Methode. Gut, dann kommen wir zu den Strohpellets. Also wirklich hier die Methode, die ich euch ans Herz legen möchte, wenn ihr schnelle Erfolge haben wollt. Wie schon erwähnt, für den Anbau brauchen wir die Pilzbrut. Seht ihr hier auf den Bildern. So kann das zum Beispiel aussehen, wenn man sich die selber herstellt. Könnt ihr natürlich auch einkaufen. So, und das ist das hier, was ich ja auch in dem Glas hier habe. Und diese Pilzbrut, die meisten Anbieter bieten das als so eine Körnerbrut an. Und wenn die jetzt nicht überlagert ist, dann, also man sieht jetzt hier vielleicht unten, hier sieht man es vielleicht hier, der Pilz wächst hier gerade noch durch. Das Interessante an dieser Körnerbrut ist eben das, dass diese Körner, die kann man wieder vereinzeln, ohne dass man das Glas aufmachen muss. Möchte ich euch mal gucken, jetzt hier Demonstration. Man kann das hier so klopfen und schütteln. Ja. Und dann hat man hier im Prinzip so eine rieselfähige Pilzbrut, mit der man dann bestimmte Sachen animpfen kann, ohne dass man es selber anfassen muss. Ne? Und das wäre jetzt zum Beispiel in dem einfachsten Modell hier, was ich euch zeigen will, hier zum Beispiel diese Strohpellets. Die kann man dann ich nehme gerne hier solche Gefrierbeutel, reinpacken und dann kommt die Brut dazu. So. Das wäre im Prinzip jetzt schon hier diese erste Phase. Die Brut und das Substrat werden gemischt. So, jetzt wächst hier natürlich noch nichts, weil hier ist kein Wasser drin. So, jetzt muss ich gucken. So. So, jetzt ist das hier beides gemischt. So, und jetzt zeige ich euch das mal in 10 Minuten, wie das dann aussieht. Gut. Zu der Brut, gibt es da Fragen? Wie viel Wasser? Gut. So, das haben wir jetzt hier. Das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ich hatte jetzt hier drin ungefähr 500 Gramm Strohpellets und habe 1 Liter Wasser dazugegeben. Und auch, und das war jetzt ziemlich viel Brut. Das waren jetzt 150 Gramm Brut. Aber hier seht ihr ungefähr so das Verhältnis, was ich euch empfehlen würde. Das funktioniert eigentlich immer zuverlässig. Man könnte jetzt auch weniger Brut nehmen, dann steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass einem das abstirbt. Ihr seht das jetzt hier unten, was jetzt zu erwarten wäre. Die Pellets, die saugen sich voll, ne? Also das wird hier immer größer. Das Wasser wird komplett aufgesaugt. Und nach 2, 3 Tagen würde man sehen, dass ausgehend von diesen Körnern hier sich dieses Myzel entwickelt, was dann in das Substrat einwächst. Und ihr könnt euch ja jetzt vorstellen, je mehr von diesen kleinen Punkten ich hier verteilt in dem Substrat habe, umso schneller kann sich das Myzel verbinden und dann hier eben hier so einen komplett weißen Block bilden. Ne? Und diese Besiedlungsphase, die ist im Prinzip immer die kritische Phase, weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier vielleicht ein anderer Organismus drin ist, vielleicht ein Schimmelpilz oder sowas, der versucht dann eben auch so schnell wie möglich das Substrat einzunehmen und wer letztendlich am schnellsten ist, der hat hier gewonnen. Und dadurch, dass man vielleicht auch am Anfang mit mehr Brut als nötig rangeht, steigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende die Kultur gelingt. Die Plastiktüten, da nehme ich für die Mischung, wie sie hier oben steht, immer diese 6 Liter Gefrierbeutel. Okay. Bei welcher Temperatur? Okay, gut.
Kommen wir erstmal zur Temperatur. Also die Durchwachsphase, die ist am besten immer, wenn ihr das gleich temperiert, so ähnlich wie bei einem Hefeteig, ne? Dem gefällt das ja auch nicht, wenn so viel Temperaturschwankungen sind. Also möglichst konstante Temperatur und sagen wir ab 15 Grad ist okay, weil wenn man da drunter geht, wachsen die Kulturen sehr langsam und Schluss ist dann wirklich auch so bei 25 Grad. Dann wird es einfach zu warm. Dann kann es sein, weil sich auch innen das Substrat noch aufwärmt durch das Durchwachsen, da wird auch Wärme produziert, kann es sein, dass die dann innen absterben, also das ist dann nicht so günstig. Ich selber lasse die meistens immer so bei 20 bis 22, 20 bis 22 Grad durchwachsen. Okay, noch mehr Fragen? So, bei welcher Temperatur hatten wir gesagt? Dunkel oder hell? Also Licht. Also, es ist eine sehr gute Frage. In der Natur würde das Mycel ja jetzt sozusagen in dem Holzstamm drin wachsen, ne, und hätte damit keinen Zugang zu Licht. Das ist so, dass das Licht ist jetzt nicht direkt schädlich oder so. Ihr müsstet aber aufpassen, dass nicht direkt Sonnenlicht drauf scheint, weil das dann häufig so ist, dass dort genau, wo die Sonne drauf scheint, sich das Substrat überhitzt und sich dann da sehr schnell Schimmelpilze ansiedeln. Also das Licht an sich ist nicht das Problem, es ist mehr sozusagen diese Hitze, Strahlung. Die Frage nach der Pilzbrut müssen wir mal sehen, wie viel Zeit wir noch am Ende haben. Bei der Minimaltemperatur zu der Frage nochmal, das ist jetzt auch wieder abhängig von der Sorte, ne? Also zum Beispiel, wie ich euch gezeigt habe, dieser rosa Seitling, der verträgt zum Beispiel auch beim Durchwachsen höhere Temperaturen. Das ist dann auch immer ein bisschen sortenabhängig. Aber im Endeffekt ist es so, dass diese gesamten Kulturpilze, die ich euch vorhin auch gezeigt habe, die sind alle so in dem Bereich um 20 Grad wachsen die alle sehr gut. Also da ist es nicht so entscheidend, ob ihr da ein paar Grad drüber oder drunter seid. Das ist dann schon in Ordnung. Lieber dafür sorgen, dass die gleichmäßig temperiert sind. Also an der, wenn ihr die jetzt zum Beispiel die Kulturen zum Durchwachsen in den Keller stellen würdet oder so, das wäre, und der Keller ist sehr kalt, dann wäre das ja, vielleicht eher ungünstig, weil gerade wenn er hier mit solcher Körnerbrut arbeitet, dann kann es passieren, dass es so lange dauert, bis das durchwachsen ist, dass sich dann vielleicht schon Nager dran gütlich getan haben oder so. Also diese Durchwachsphase sollte schon möglichst zügig vonstatten gehen. Und bei dem Rezept, was jetzt hier steht, bei 20 Grad, da dauert das so ungefähr 2, 3 Wochen, dann sind die durchwachsen und sind so schön weiß. Wo stelle ich die Tüten auf? Die kommen bei mir wirklich ins Zimmer rein, so bei 20 Grad. Kann ja schon sehen, das hat sich jetzt hier schon ein bisschen aufgeblustert. Und dann durchwachsen die da. So, man kann die dann auch noch zuknoten. So ganz wichtig ist es am Ende, wenn sich das alles komplett aufgesaugt hat, muss man unbedingt, das dürft ihr auf keinen Fall vergessen, Luftlöcher reinstechen. Weil diese Pilze, die brauchen wirklich zwingend Sauerstoff. Die verdauen im Prinzip hier diese Stoffe in dem Stroh mit Hilfe von Sauerstoff und am Ende entsteht da CO2 und Wasser. Ja, genau, durchschütteln, das hilft. Weil es geht hier im Prinzip wirklich auch um die Verteilung. Ne? Die Brut, die muss eben gleichmäßig verteilt sein. Bringt nichts, wenn das jetzt alles die Brut an einer Ecke liegt, die besser das verteilt ist und so gleichmäßig hier durchwächst am Ende auch der Block. Gut, dann schauen wir mal weiter. Jetzt hier, was ihr jetzt auf diesem Bild seht, das ist ja zum Beispiel ein anderes System. Genau, nur am Anfang schütteln. Wenn in der Phase, wenn jetzt hier das Mycel anfängt zu wachsen, dann nicht mehr durcheinander bringen. Also das Ziel ist wirklich, dass hier so ein kompakter Block entsteht hier. Okay? Also wenn die einmal so in Form aufgestellt sind, dann einfach so stehen lassen. Genau, und die Luftlöcher, die müssen auf jeden Fall schon während der Durchwachsphase gestochen werden. Weil wenn ihr das nicht machen würdet, dann würde hier ziemlich schnell eine Gärung losgehen. Also es ist ja Stroh und Wasser, das könnt ihr euch vorstellen. Das gibt hier eine schöne Milchsäuregärung und dann wäre hier überhaupt kein Sauerstoff mehr drin und die Brut würde innerhalb kürzester Zeit absterben und dann passiert gar nichts. Also
Es ist nur eben so, also das ist auch ein Vorteil an diesem System hier, dass ich alles in einer Tüte mixen kann. Also man kann, das zeige ich euch nachher, man kann dasselbe zum Beispiel auch in Eimern machen oder in Kübeln. Und hier, es ist einfach in der Handhabung das Einfachste, was man machen kann. So, dann sind wir jetzt hier bei der Folie. Hier, das hier ist so eine im Keller aufgehängt, hier eine Schlauchfolie, im Prinzip dieselbe Substratmischung. Und ihr seht hier, das ist zum Beispiel schon am Ende dieser Durchwachsphase. Also hier dieser Block, der ist weiß. Also man sieht hier zwar hier diese braunen Stellen, aber das liegt daran, dass da wirklich das Stroh direkt an der Tüte anliegt. Eigentlich, also wenn ist wirklich komplett weiß. Wenn man da ranzoomen würde, würde man das sehen. Und ihr seht hier diese Beulen, das sind im Prinzip schon die Vorstufen von den Pilzen. Also wenn man jetzt die Kultur eine Weile stehen gelassen hat, so 2, 3 Wochen bei den Austernseitlingen, geht das dann so, meistens so 1, 2 Wochen, nachdem das Substrat durchwachsen ist, los, dass sich hier diese Beulen bilden. Und wenn man die dann freischneidet, dann entwickeln sich innerhalb kürzester Zeit hier diese Fruchtkörper. Das ist dann eben auch das, was ich euch hier vorher schon gezeigt habe, hier das hier. Na, wenn man dann hier Löcher in die Folie anschlitzt, dann drücken sich da die Fruchtkörper raus. Und die wachsen dann eben je nach Temperatur auch ziemlich schnell. Also die hier zum Beispiel, die standen jetzt die ganze Zeit draußen. Die haben jetzt einen Monat gebraucht, um so groß zu werden. Die sind teilweise eingefroren und als dann über 0 Grad sind, sind sie weiter gewachsen. Und im Sommer geht das dann eben rasend schnell. Dann wächst dann hier so ein Büschel innerhalb von einer Woche. Was hier an dem Bild, was ich da auch immer wieder interessant finde, das, was ihr hier seht, diese hängenden Gebilde, das sind wirklich die Sporen. Also diese. Der Austernpilz, der kann wirklich enorme Mengen Sporen produzieren. Und das Ziel ist jetzt auch bei der Ernte, die zu ernten, bevor eben diese ganzen Sporen abgeworfen werden. Weil könnt ihr euch vorstellen, hier bei der Masse, dass es wird dann am Ende eher weniger, wenn man die sehr lange hängen lässt. Und das ist so, wenn die Hutränder noch nach unten zeigen, dann sind sie hier, dann sind sie eigentlich am besten. Wenn die sich hier nach oben wölben, wie hier zum Beispiel, dann sind sie eigentlich schon drüber. Also die hier sind ein Tick überreif. So, gut, dann kommen wir jetzt nochmal hier zu der Löchergeschichte. Die Löcher, die könnt ihr ganz einfach hier mit einer Nadel stechen. Wenn man noch wenige Blöcke hat, dann geht das recht schnell. Einfach wirklich nur gleichmäßig verteilt. Das sind vielleicht so 100 Löcher von allen Seiten. So, das war es dann im Prinzip. Den Boden würde ich nicht löchern, weil es kann manchmal noch sein, dass ein bisschen Wasser unten raustropft und das macht dann unschöne Flecken. So, vielleicht noch einen kleinen Boden falten und dann wird er weggestellt und nach ein paar Wochen ist er komplett durchwachsen und ja, und bringt dann Ertrag. Essbar sind die noch, aber die Qualität lässt eben nach. Ne? Also die sind, ja, wie soll man sagen, die werden eben lapprig. Aber essen könnt ihr die auf jeden Fall noch. Also ich würde sie nicht mehr essen, wenn sie wirklich nach unten hängen. Das ist dann das nächste Stadium. Mal zeigen hier, vielleicht den, bei dem sieht man es vielleicht hier, da ist der Rand noch ganz leicht nach unten gewellt. Der ist so eigentlich in Ordnung. Der hat jetzt nur eben ein bisschen ja, Trockenstress gehabt. Gut. So, wollte ich euch zu der Folie noch was erzählen? Genau, ja, die Plastikfrage. Ja, das ist, also ich persönlich finde es nicht schlimm. Das ist jetzt, ja, kommt jetzt drauf an, was man unter schlimm versteht. So, also es ist so, das ist lebensmittelecht, echte Folie. Das hier, das ist eine lebensmittelechte Schlauchfolie und Gefrierbeutel. Also du fragst vielleicht hier Richtung hier solche hormonellen Disruptoren oder sowas, hier BPA und solche Geschichten. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken.
Es ist natürlich Müll, ne? Also jetzt andere Systeme, die ich euch dann später zeige, die produzieren weniger Müll, man hat aber dann mehr Arbeit mit zum Beispiel Töpfe auswaschen und sowas. Die Frequenz von der Ernte, die ist auch abhängig von Temperaturen. So jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel auch wieder so sozusagen so bei Durchschnittstemperaturen zwischen 20 und 25 Grad liegt, dann kann man ungefähr so mit einem Intervall von 2 bis 3 Wochen rechnen. Und das ist dann so, also man hat praktisch, man sagt dann, das sind Wellen. Die erste Welle, das ist eigentlich immer die ertragreichste. Und danach gibt es Folgewellen. Man muss dann dem Block wieder Feuchtigkeit zuführen, dass er wieder, die Pilze, die bestehen ja zum Großteil aus Wasser, ne? Also die haben dann hier praktisch innerhalb kürzester Zeit einen ganz großen Wasserverlust, weil wirklich das ganze Wasser aus dem Block in die Pilze reingepumpt wird. Und man muss dann eben dafür sorgen, dass diese Feuchtigkeit zurückkommt. Da gibt es dann verschiedene Methoden. Also entweder stellt man sie draußen auf, wo es sowieso viel drauf regnet oder sowas. Oder man kann die über Nacht nochmal tauchen. Und so könnte man das dann erreichen, dass man immer noch eine Folgewelle bekommt, die dann aber im Ertrag weniger ist. Und so lange eben, bis der Block an sich so geschwächt ist, dass er dann eben von anderen Organismen übernommen wird und dadurch sozusagen der Kompostierung zugeführt wird. Bei der Fruchtkörperbildung ist es so, dass die dann schon sehr eigentlich tolerant sind, ne? Also jetzt hier zum Beispiel jetzt bei dem, der stand draußen im Gewächshaus. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, also der hat in den letzten Tagen bestimmt Temperaturschwankungen von mehr als 15 Grad mitgemacht. Das macht ihm dann nichts mehr. Besonders auf konstante Temperaturen würde ich wirklich in dieser Durchwachsphase achten, weil die muss wirklich zügig funktionieren. Wenn man nochmal hier zurückguckt zu der anderen Folie, die ich euch hier gezeigt habe, die Kultur, je weiter man in der Kette zurückgeht, ne, also hier zum Beispiel Brut, Substrat, je weiter man zurückgeht, umso kritischer sind die Umweltbedingungen. Also die Brut zum Beispiel, wenn man die sich selber herstellt, muss man eben sehr sauber arbeiten, ne, das ist wirklich hier das Komplizierteste von allen. Substrat kommt darauf an, wie man das macht. Mit diesen Strohpellets ist es recht einfach. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Standardsubstrate nimmt, die zum Beispiel für den Anbau von Shiitake verwendet werden, das ist dann meistens Sägemehl mit Weizenkleie oder Kleie von anderen Getreidearten, dann ist das so, dass das ein Substrat ist, was auch sehr gerne von anderen Organismen besiedelt wird. Und da muss man dann auch in der Substratherstellung schon sehr, sehr, sehr au sauber arbeiten, manchmal sogar steril. So, und dann kommt eben die Besiedlung, die ist am Anfang sozusagen kritisch. Wenn es besiedelt ist, dann ist es wieder okay. Dann ist sozusagen die ökologische Nische schon besiedelt von dem Pilz. Und dadurch haben es dann andere Organismen schwerer und dann Fruchtkörperentwicklung, Ernte ist dann weniger kritisch. Genau, die Strohpellets bekommt man im Zoogeschäft, genau. Wie bringen wir das Wasser rein? Jetzt zum Beispiel, der stand einfach draußen. Das braucht dann mehr Zeit. Ne? Dann zieht er sich von selber aus der Luftfeuchtigkeit das Wasser zurück, wenn die Witterung passt. Oder man kann die tauchen. Also einfach einen Eimer mit Wasser nehmen, den Block da rein, beschweren und dann über Nacht einfach in dem Wassereimer lassen. Dann saugt er sich wieder voll und dann kann man den am nächsten Tag wieder aufstellen. Gut, hier ist dann die nächste Folie. Das ist jetzt zum Beispiel im Gewächshaus. Das war jetzt hier ein Foto aus dem späten Herbst. Kann dann zum Beispiel, Pilzkulturen sind eben geeignet, dann auch die kalten Jahreszeiten abzudecken. Ne? Also wenn dann das Gewächshaus freigeräumt ist, kann man dann sich da zum Beispiel auch die Pilzkulturen hinhängen. Und dann so hat man so nochmal eine Doppelnutzung. Genau, Leitungswasser ist bei uns unproblematisch. Wenn man jetzt im Internet nach Videos schaut, da wird dann manchmal davon abgeraten, das ist dann aber meistens amerikanische Videos, bei denen ist ja das Wasser sehr stark chloriert. Das ist dann das Problem, das haben wir meistens nicht. So, hier seht ihr nochmal, wie das aussehen kann. Also das ist hier der Limonensaitling, der hier eben auch aus so einem Gefrierbeutel heraus fruchtet. Ebenso gut kann man diese Substratmischung, die ich euch jetzt gezeigt habe, zum Beispiel auch in Plastikeimer füllen. Ne?
Das würde auch gehen. Dann wächst die Kultur in diesen Plastikeimern. Man sieht hier an dem Bild zum Beispiel, wenn man genau hinguckt, hier dass dieser Rand, also das Substrat, das zieht sich am Ende auch zusammen. Das verliert wirklich Masse dadurch, dass hier der Pilz wächst. Und oft ist es dann auch so, dass dann die zweite oder dritte Welle dann praktisch hier genau hier in diesen Schlitzen drin wächst und dann eben nicht so schöne Fruchtkörper bringt. Aber prinzipiell ist es eben auch möglich, dass man hier solche anderen Gefäße benutzt und damit eben auch dann ja, Müll vermeidet, hat dann aber eben den Mehraufwand vielleicht beim Putzen, weil das Kulturgefäß sollte schon sauber sein. Ne? Also es muss jetzt nicht steril sein, aber es sollte nicht. Soll zum Beispiel jetzt keine Erde anhaften oder sowas. Das im Backofen sterilisieren kam jetzt gerade die Frage. Bei den Strohpellets muss man das nicht machen. Und ein anderes Substrat würde ich euch für den Anfang sowieso nicht empfehlen. Und im Backofen hat man das Problem, dass es da sehr schwer. Also man kommt da nicht auf eine also wesentlich hohe Kerntemperatur. Wenn man wirklich sterile Substrate herstellen will, dann schafft man das eigentlich nur mit Überdruck im Schnellkochtopf. Okay, hier ist noch eine Frage. Wie mache ich das, dass mir von oben nicht austrocknet? Das geht hier wahrscheinlich hier um die Pilze an sich. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man merkt, die haben hier Trockenstress, ne, dann kann man die mit sauberem Wasser besprühen. Oder wenn man die, man kann die, könnte jetzt so eine Kultur auch drin aufstellen. Wenn man jetzt so einfach so eine Schüssel nehmen, stellt die Kultur da rein und macht unten so ein ganz kleines bisschen Wasser rein. Und dadurch erreicht man eben, dass also immer so ein bisschen Wasser verdunstet und dann hier so eine lokale hohe Luftfeuchtigkeit erzeugt. Ach so, das ist im Eimer von oben nicht austrocknet. Ne, das war hier okay, seht ihr ja. Also die sind hier, die sind okay. Ich habe noch mal ein anderes Foto hier. Vielleicht erklärt das noch ein bisschen. Also zum Beispiel hier, das war ein Anbau im Hochsommer. Und man kann dann hier zum Beispiel so ein kleines Gewächshaus auch nehmen, um hier die Luftfeuchtigkeit hochzuhalten. Oder man kann hier solche Untersetzer nehmen, die dann mit Wasser gefüllt sind, um dann hier eben die Luftfeuchtigkeit ein bisschen hochzuhalten. Was man auch machen kann, um die Luftfeuchtigkeit hochzuhalten, das ist hier so eine Deckerde. Einige Pilzarten profitieren davon, wenn hier so eine Deckerde drauf ist. Hat den Nachteil, man muss mehr beim Putzen aufpassen. Es hat noch den Vorteil, dass Leute, die sich hier mit Pilzanbau noch nicht auseinandergesetzt haben, die erschrecken manchmal, wenn man hier mit sowas ankommt. Kann sein, dass sie denken, das ist hier ein schimmliges Brot oder sowas. Und hier zum Verschenken kann man dann das eben hier so ein bisschen paaren. Das hier ist auch noch so eine Variante, im Prinzip hier wie die Schüssel, eben dass man die Kultur auf so ein Tongranulat stellt. Eben auch immer mit dem Ziel, dass hier aber wirklich nur bei der Fruchtkörperentwicklung hier eben lokal die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist. Jetzt hier beim Durchwachsen oder sowas, so kann die Luftfeuchtigkeit, ist da völlig egal. Also ihr müsst auch hier beim Durchwachsen nicht nachwässern oder sowas. Da ist genau die richtige Menge Wasser drin, dass der Block vollständig durchwachsen kann. So, wenn jetzt die Kulturen abgetragen sind, jetzt zum Beispiel der hier. Der würde jetzt noch einmal abgeerntet werden, dann ist der aus meiner Sicht kompostierbar. Dann kann man komplett die Folie entfernen und kann dann zum Beispiel die Kultur auch im Garten vergraben. Ne? Also wirklich ein Loch schaufeln, die Kultur da rein und dann nur so ganz wenig mit Erde bedecken, vielleicht so 2 bis 5 cm. Und dann ist das so, dass sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal Pilze bilden. Und dann nach und nach aber die Kultur dann eben auch verrottet, ne? Weil dann Organismen aus dem Boden kommen, Würmer und Milben und andere Tierchen und dann hier langsam den Block auffressen. Ja, und gleichzeitig ist das dann eben auch Dünger, ne, für die Pflanzen. Die nehmen das dann gerne auf. Da ist ja nichts drin, was nicht kompostierbar ist. Und so kann man da nochmal eine extra Ernte haben. Und jetzt von den Arten, die ihr hier seht, das hier zum Beispiel, das ist ein Verwandter vom Austernseitling, der hier eben noch sehr, sehr jung ist. Sind hier ganz kleine Jungpilze, die hier noch sprießen vom Kastanienseitling. Das hier ist der Limonenseitling. Das hier
ist ein Kräuterseitling. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, wenn man die jetzt einkauft. Da sind die eigentlich eher auf dicke Stiele und kleine Hüte. Ja, nicht gezüchtet, aber das ist die Bedingung so gehalten, dass die eben diese dicken Stiele und kleinen Hüte bilden. Und in der Natur ist es eben genau umgedreht. Da bilden die wirklich sehr große Hüte und eher kleine Stiele. Und was ihr hier seht, das ist auch nochmal, das ist ein Ulmseitling. Das ist ein Pilz, den würde ich euch sehr empfehlen. Von Anfang, der ist wirklich sehr robust und perfekt für den Anfang geeignet. Ja, Igelstachelbart geht nicht auf Strohpellets. Okay, Nachfüttern haben wir hier als Frage. Also mit dem Nachfüttern, das würde ich euch nicht empfehlen. Ich zeige euch nachher nochmal eine andere Art. Da gibt es Methoden, dass man die weiter nochmal vermehren kann. Aber im Prinzip, wenn ihr euch das jetzt hier zum Beispiel nochmal hier eben diesen Block anguckt, ne, der ist inzwischen ist der ein Ökosystem. Also der ist ja jetzt nicht mehr steril oder ja, eigentlich im Prinzip nicht mal sauber. Und man würde gerade in dieser Anfangsphase, wo man eben das frische Substrat, wo wir am Anfang gesagt haben, dass es ganz wichtig ist, dass es möglichst sauber ist, mit sowas mischt, das gibt einen in den meisten Fällen um. Okay, so jetzt kommt hier nochmal eine Frage zum Ertrag. Also praktisch unter idealen Bedingungen kann man ungefähr sagen, dass es so ist, dass das, was ich an Trockensubstanz reinbringe, an Frischpilzen rausbekommen kann. Also wenn ich einen Einsatz habe von 1 Kilo Strohpellets trocken, dann und ich habe optimale Kulturführung, würde ich erwarten, dass ich als Maximum irgendwas um 1 Kilo Frischpilze rausbekomme. So ungefähr über den Daumen kann man das rechnen. Man kann es auch anders rechnen. Man kann auch sagen, auf nasses Substrat, also so ein Block, der hat dann, wie es in der Anleitung steht, ungefähr 3 Kilo, dass man davon im Durchschnitt, also wenn man in die Literatur reinguckt, bei professionellen Züchtern, wirklich Zuchtbetrieben, da rechnet man so um die 12 bis 13% Ertrag. Okay. So, könnt ihr mich wieder hören? Sehr gut. So, wir hatten ja jetzt hier als letztes Bild die vergrabenen Kulturen. Die Fotos, die sind alle aufgenommen im Frühling. Und zwar deswegen, weil man eigentlich meistens im Sommer von den Kulturen gar nichts mehr sieht, weil das alles von den Schnecken zusammengefressen wird. Also bei dieser ganzen Gartengeschichte ist eigentlich der Hauptfeind so, ja, Feind, sind die Nacktschnecken. Das seht ihr hier zum Beispiel mal. Deswegen jetzt mal kurz hier Exkurs Schädlinge. Das ist zum Beispiel ein Tigerschnegel, der hier gerade an einem Kräuterseitling rumknabbert. Und schöne Tiere, die man eigentlich ja auch mag, weil sie die anderen Schnecken auch fressen. Aber sie fressen eben auch sehr gerne Pilze. Also das kann sein, dass wenn ihr hier Pilze anbaut im Garten, dass ihr gleichzeitig hier diese Tigerschnegel züchtet. Was man nämlich auch sehr häufig sieht, das ist hier zum Beispiel ein Strohsubstrat. Hier seht ihr das Mycel. Das ist eine Kultur vom Kulturtreuschling und genau hier rein hat der Schnegel nun jetzt seine Eierchen gelegt. Also wenn ihr bei diesem Gartenversuchen niemals Pilze seht, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Schneckendruck. So, wie kann man den jetzt umgehen? Ich mache hier ein paar Beispiele aufgelistet. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr euch euren Kulturpilz aussucht, könnt ihr eine gezielte Sortenwahl betreiben. Ne? Zum Beispiel hier in dem Bild als Anschauungsmerkmal hier mal, das ist ein Austernseitling vom Wintertyp. Und bei dem ist es wirklich so, der kann eben komplett einfrieren und über Null wächst der weiter. Und bei diesen Temperaturen gibt es keine Schnecken.
Während wenn ihr jetzt aber zum Beispiel eine Sommerauster züchten würdet, der würde herrlich im Sommer fruchten, aber eben auch zur Hauptaktivitätszeit der Schnecken. Und da ist dann die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr da nie was seht. Das liegt dann nicht daran, dass es nicht funktioniert hat, sondern dass ihr eben jemand anders gefüttert habt. Man kann dann hier zum Beispiel auch physikalisch versuchen, die Kulturen zu trennen, ne, durch Schneckenzäune, kann absammeln. Das ist eine Methode, die nehme ich inzwischen gerne, aufhängender Kulturen. Also ihr könnt zum Beispiel solche Sackkulturen in die Obstbäume reinhängen. Ihr könnt sehr viele Kulturen anlegen. Das ist so, wie die Natur das eigentlich im Prinzip regelt. Ihr könnt für so eine richtige Pilzschwemme sorgen, dass die Schnecken nicht mehr hinterherkommen mit dem Fressen, dass genug für euch übrig bleibt. Oder ihr könnt es probieren mit Ansiedlung von Nützlingen und so weiter. Gut, der Themenblock mit den Strohpellets, der ist jetzt geschlossen. Hier gibt es noch eine Frage, welche Nützlinge? Ja, zum Beispiel, also alle Nützlinge, die. Genau, Igel, Erdkröten, Ringelnatter und so weiter. Okay, zu diesen Strohpelletkulturen gibt es da jetzt noch Fragen? Erstmal nicht. Dann, das ist jetzt im Prinzip hier die zweite Methodik, auf die ich euch aufmerksam machen will. Das ist ja jetzt nochmal, also wir gehen jetzt weg von den Austernseitlingen. Bei dem, was ich euch vorher gezeigt habe, würde ich euch wirklich raten, dass ihr mit den Austernseitlingen anfangt. Das ist jetzt eine andere Art hier, das ist der Kulturtreuschling. Der sorgt euch manchmal ein bisschen für Verwirrung, weil der teilweise auch als Braunkappe verkauft wird. Bei Braunkappe denken aber viele wieder an den Maronenröhrling. Also eigentlich ist es gut, wenn man den Kulturtreuschling nennt. Und der ist anders als der Austernpilz. Der wächst gerne auf Stroh und auch auf Holzhackschnitzel. Und der macht genau das, was vorhin angefragt wurde. Also man kann wirklich bei dem, wenn man etabliertes Beet hat und findet dieses Myzel da drin, kann man den von einer Stelle im Garten zur nächsten transplantieren sozusagen. Also das geht bei dem, weil der nämlich in seiner natürlichen Umfeld wirklich gern in Substraten wächst, die so auch kompostartig sind mit einem hohen Anteil an diesen Holzstoffen, Zellulose und Lignin. Und da drin wächst der richtig gut. Also den kann man sich dann zum Beispiel ziehen, indem man Stroh wirklich auch vom Bauern zum Beispiel milchsauer vergären lässt, so 2, 3 Wochen in der Regentonne untertauchen, solange bis das richtig schön angegoren ist und dann die Brut untermischt und da wächst der eben sehr schnell ein. Also der ist in dem Sinne ein bisschen Kontrast zu dem Austernseitling, was wir, oder auch den noch viel mehr den anderen Sorten, was wir vorher besprochen haben. Deswegen ist der ganz interessant. Und diese Art ist im Prinzip auch der Top-Kandidat für so in dem Sinne ein Pilzbeet. Also man könnte eine Grube graben, könnte die füllen mit fermentiertem Stroh und Holzhackschnitzel und könnte da gut einbringen von diesem Kulturtreuschling. Und dann wächst er da ziemlich schnell durch und würde sich dann auch über das Myzel weiter im Garten verbreiten. So, hier seht ihr das mal, so könnte das zum Beispiel beispielhaft aussehen. Ne? Also hier zum Beispiel, ihr könntet Strohballen oder sowas hier in so einen Bottich packen, mit Wasser auffüllen und dann dort drin 2, 3 Wochen fermentieren lassen. Das kann sein, dass es dann manchmal auch ein bisschen unangenehm riecht. Dem Pilz gefällt das aber. Oder hier zum Beispiel in so einer Badewanne, dass er das hier eben untertaucht. So mit fermentiertem Stroh meine ich eine Milchsäuregärung, also im Prinzip möglichst wenig Sauerstoff, das im Unterwasser liegen lassen und dann ist das so, dass da ziemlich schnell sich Milchsäurebakterien ansiedeln und die verbrauchen den gesamten Sauerstoff. Und dadurch, dass sie den gesamten Sauerstoff verbrauchen und gleichzeitig auch den pH-Wert senken, werden alle Organismen, die da drin jetzt hausen und die auf Sauerstoff angewiesen sind, erstmal, sagen wir mal, nett neutralisiert. Und dadurch habe ich dann ein Substrat, was frei ist, erstmal von Konkurrenzorganismen.
Den Treuschlägen, den würde ich nicht in so eine sehr warme Ecke packen, also gucken, dass da nicht direkt die Sonne drauf scheint, also eher schattig. Gut, hier zum Beispiel, das wäre jetzt hier nicht eine ideale anaerobe Vergärung hier, weil hier kommt eben sehr viel, noch sehr viel Sauerstoff ran, ne? Das wäre nicht so effektiv wie jetzt hier zum Beispiel sowas. Wenn man nicht vergären möchte, könnte man alternativ auch noch so eine Bottich-Variante nehmen und Kalkhydrat nehmen. Also nicht. Und damit nochmal das Stroh behandeln, das hier die Organismen, die Konkurrenzorganismen geschädigt und abgetötet werden. Nee, das ist so ähnlich hier. Also man braucht nicht extra eine Starterkultur für die Milchsäuregärung. Das ist so ähnlich hier wie auch beim Sauerteigbrot. Da haben wir Glück, dass in unseren Breiten genug von diesen Bakterien durch die Luft zirkulieren, sodass sich das von selber annimmt. So, das ist jetzt die dritte Variante, eigentlich der Klassiker. Beimpfen von Holzabschnitten, also wirklich ganz eng an dem natürlichen Substrat von den Pilzen. Und die einfachste Variante, die man hier nehmen kann, das sind ja solche Impfdübel. Das seht ihr hier, das sind ja solche Riffeldübel. Die kennt ihr bestimmt alle. Die bestehen meistens aus Buchenholz oder auch Eiche. Und die kann man mit dem Myzel, des Zielpilzes, hier in dem Fall hier Shiitake, besiedeln lassen. Und wenn die dann komplett besiedelt sind, dann kann man die als Brut nehmen. Also die kann man dann in den Baumstamm einschlagen. Und dadurch dann gezielt den Pilz in den Holzstamm einbringen. Einen Moment, es gibt ja noch eine Frage. Also bei dem Kulturträuschling habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass der am besten auf fermentiertem Stroh wächst oder auf Stroh, was mit so Kalkhydrat behandelt wurde. Und also wenn ich jetzt so ein Beet anlege, dann würde ich das so machen, dass ich dem im Prinzip so ein Nest baue aus diesem fermentierten Stroh. Und das kann man dann aber zum Beispiel auch aufschütten dann mit Holzpellets. Wenn dann die Kultur richtig stark wächst, dann würde der auch dann die Holzpellets dann ja, besiedeln. Bei dem Träuschling, ja, da gibt es so eine Empfehlung, dass was man da typischerweise kauft, so ein Päckchen Brut, dass das dann für 1 bis 2 Strohballen reicht. Das Kalkhydrat, das bekommt man im Baumarkt. Und man muss auch wirklich das Kalkhydrat nehmen, also weil normaler Gartenkalk, der hat nicht diese Eigenschaft, dass er den pH-Wert so stark nach oben pusht. Genau, okay. Dann sind wir jetzt, glaube ich, durch mit den Kulturträuschlingen-Fragen. Ich gucke nochmal eben schnell. Bei Zweigen ist das Problem, dass der Abstand zu hoch ist. Also die müssen wir auf jeden Fall mindestens schreddern, dass die schön dicht zusammenliegen. Je mehr Luft dazwischen ist, umso mehr Abstand muss das Myzel überwinden und sind dann praktisch auch Nisthöhlen für Insekten und sowas, die dann auch an dem Myzel rumknabbern. Also ich würde schon gucken, dass das zumindest so Holzhackschnitzel ein bisschen geschreddert ist. Dann passt das. Gut, dann gehen wir zu dem Holzabschnitten. Gut, also wir haben gesagt, hier diese Holzdübel, die sind bewachsen mit dem Zielpilz. Man könnte hier zum Beispiel auch, hier vorhin war ja die Frage nach dem Igelstachelbart, da würde ich ja auch diese Variante nehmen. Und dann bohrt man in diese Stämme Löcher. Und da schlägt man dann die Dübel ein. So, und das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Der Baum hat ja als natürliche Schutzschicht vor Pilzen und physikalischen Schäden hat er eben diese Rinde, ne? Und diese Rinde, die ist eben voll mit Stoffen, die Abwehrstoffen, chemischen Abwehrstoffen gegen Pilze zum Beispiel auch, ne? Und dadurch, dass wir da ein Loch reinbohren, können wir genau hier diese Schutzschicht umgehen und können genau in das gesunde Holz hinein so ein Dübel treiben, der genau mit dem Pilz hier besiedelt ist.
Und dadurch schaffen wir das eben, dass wir ohne Konkurrenz hier auch wieder den Pilz in das Holz reinbekommen. So, was ihr hier seht auf dem Bild, soll es veranschaulichen, was jetzt der optimale Weg wäre, die Hölzer zu beimpfen. Also das ist so, dass das Myzel, das breitet sich am schnellsten hier mit den Röhrensystemen des Baums aus, also hier so in die Richtung. Das Wachstum jetzt hier in die Richtung wäre langsamer. Und deswegen ist es eben gut, wenn man diese Bohrlöcher so wendeltreppenartig um den Stamm herum verteilt, sodass man im Prinzip am Ende mindestens einmal den gesamten Querschnitt dann hier beimpft hat. Das ist jetzt aber kein Drama, wenn man jetzt hier die 10 cm nicht hier genau einhält oder mehr oder weniger hat. Also es geht eben darum, dass man möglichst immer gleichmäßig auch die Dübel verteilt. Da in der Hand, das ist eine Spritze, die ist aufgezogen mit flüssigem Wachs. Und das dient da nochmal dazu, am Ende die Dübellöcher zu verschließen. Das schützt dann zum einen vor Austrocknung und zum anderen, ja, ist es auch nochmal ein Schutz, dass dann da jetzt eben keine Schimmelsporen drauf landen können und so. Das ist jetzt, das fand ich selber sehr praktisch. Man kann auch mit Wachs einpinseln. Das war jetzt hier die sparsamere Methode und das geht eigentlich ganz gut. Wenn man da zügig arbeitet, dann geht das ganz gut. Vom Wachs her ist es so, das Bienenwachs, das ist ein sehr weiches Wachs. Es kann passieren, dass einem das im Sommer aus den Löchern wieder rausläuft. Viele empfehlen Sojawachs. Ich nehme meistens einfach normales Kerzenwachs. Also muss man gucken, eigentlich kann man im Prinzip jedes Wachs nehmen. Genau, also die Dübel, die ich nehme, die sind 4 cm lang. Und dann würde ich die Löcher so ungefähr 4,5 cm bohren, sodass dann eben noch so ein paar Millimeter, wenn die eingeschlagen sind, dass dann hier noch so ein paar Millimeter Luft sind, dass dann hier noch gut so ein Pfropfen Wachs reinpasst. Genau, also die Frage, genau, die Dübel, die werden komplett eingeschlagen. So. Das ist ja zum Beispiel nochmal eine andere Variante, wenn man jetzt nur kleine Mengen Hölzer hat, dann kann man die zum Beispiel auch in so einer Tüte einschlagen und das hat dann auch einen ähnlichen Effekt. Also ihr seht da, hier wächst unter der Folie hier auch das Myzel und so sieht das dann eben ausgepackt aus. Bei mir ist es so, dass ich die Brut mir immer selber herstelle. Ihr könnt das aber im Internet ganz einfach, kann man eigentlich überall solche Dübel bestellen. Okay, nochmal zu den Baumarten zurück. So, ja, danke. So, zu den Baumarten. Das ist jetzt so, wenn ihr in die Literatur reinguckt oder auch im Internet, da hat jeder so seine eigenen Angaben. Was sich als Gemeinsamkeit immer wieder herausstellt, so, das ist, dass alle Laubbaumarten eigentlich am besten geeignet sind. Vorrangig eben Buche, Eiche, Birke, Ahorn. Was weniger gut geeignet sind, sind Nadelbäume. Also wenn ihr, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man zur Verfügung hat, ne? Wenn ihr jetzt kritische Hölzer habt, dann würde ich an eurer Stelle für diese dann immer die Austernseitlinge nehmen, weil die Austernseitlinge haben einfach das breiteste Substratspektrum, während andere Arten, zum Beispiel Shiitake, eher darauf reagieren, wenn es ein anderes Holz ist. Die Stämme. Das kommt jetzt drauf an. Also die sollten, wenn man sich so ein, also die Frage ist jetzt auch immer zum Beispiel, woher hat man das Holz? Wenn das jetzt Holz ist von einem kranken Baum oder sowas, dann ist das jetzt, ist ja klar, dann ist es nicht so geeignet, weil meistens ist der, wenn ein Baum krank ist, ist der schon besiedelt von einem anderen Pilz und der geht dann in Konkurrenz zu dem Kulturpilz, den man da drauf gerne züchten möchte. Das kann dann immer noch sein, dass man da Erträge einfährt, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben geringer, ne, und die Erträge würden dann auch geringer ausfallen, als wenn man auf ein gesundes Holz geht. Deswegen versucht man eigentlich im Prinzip immer, gesunde Hölzer zu bekommen. Und gesund sind die, wenn die möglichst frisch geschlagen sind, aber so, dass zum Beispiel, also dass der Baum an sich eigentlich schon tot ist. Also jetzt zum Beispiel bei der Weide kennt ihr das ja bestimmt. Die schlägt ja immer wieder aus. Und solange im Prinzip da noch Leben drin ist, versucht er dann hier gegen den Pilz zu kämpfen.
Die Stämme, die kann man wässern, indem man die zum Beispiel auch in so eine Wanne legt oder sowas, oder? Die Bezugsquellen von Substrat. Okay, also das, was ich als Bezugsquelle von Substrat, da würde ich euch jetzt wirklich Zuhandlung Baumarkt empfehlen für die Strohpellets. Und die Brut, die könnt ihr im Internet bestellen. Die gibt es bei eBay, bei gibt es einschlägige Anbieter. Da würde, die sind auch gut. Würde ich mir da holen. Das ist jetzt so, ja, hier Platane für Shiitake. Das ist auch hier wieder genau der Punkt. Also es ist zum Beispiel so, wenn man da in die Literatur reinschaut, da findet man all mögliche Hölzer für Shiitake. Also da gibt es zum Beispiel Untersuchungen, ob der auf Eukalyptus angebaut werden kann, auf Palmen und so weiter. Also es wird natürlich, es wird immer Forschung in die Richtung betrieben, auf möglichst vielen kostengünstigen Substraten solche Pilze anzubauen. Das ist dann aber auch häufig so, dass dann spezielle Sorten gezüchtet werden, so wie das eben bei Gemüse auch ist, dass es von einem bestimmten Gemüse nochmal Sorten gibt, die be für besondere Klimalagen geeignet sind. So ähnlich ist es auch bei den Pilzen. Also man kann das im Prinzip wirklich nicht so pauschal sagen. Am Ende ist es dann häufig so, dass man es eben ausprobieren muss. Und für Platane, das kann ich nicht sagen. Also müsste ich jetzt wirklich auch nochmal in die Literatur reingucken. Und selbst wenn man da findet, dass jemand schon mal auf Platane Shiitake angebaut hat, müsste man eigentlich dann im Prinzip genau gucken, welche Sorte da verwendet wurde. Aber ich würde davon ausgehen, dass es funktioniert. Gut, Kaffeesubstrat möchte ich nochmal kurz verschieben. So, wir waren dann hier, also die Hölzer, die werden beimpft. Ne? Das ist hier wieder, wenn ihr euch an das Schema vom Anfang erinnert, sozusagen diese Phase 1. Die Brut und das Substrat werden hier zusammengebracht. Daran schließt sich hier diese Phase 2 an, das Durchwachsen. So, das dauert jetzt bei solchen Holzsubstraten, das dauert wesentlich länger als bei diesen Schüttkulturen. Wir hatten ja gesagt, dass bei dieser Strohpelletskultur dauert das vielleicht so 2, 3 Wochen, dann ist es komplett besiedelt. Das dauert hier bei so einem Stamm wesentlich länger. Also da könnt ihr schon mindestens ein halbes Jahr rechnen, teilweise 1,5 Jahre, bis da der erste Pilz kommt. Man hat aber den Vorteil, dass der Gesamtlebenszyklus von so einem Holz viel länger ist. Also es ist dann auch so, dass der dann über mehrere Jahre Ertrag bringt. Das ist ja der Vorteil. Bei der Folie ist es jetzt so gewesen, das ist wirklich eine ganz, ganz dünne Folie und da kommt genug Luft durch. Was man auch machen kann, das mache ich auch ab und zu, man kann die auch in Frischhaltefolie einpacken und die ist an sich schon dampfdurchlässig. Also da würden die nicht ersticken. Prinzipiell ist es richtig, also der braucht auch ja Luft. Wenn man jetzt sehr große Mengen hat von Hölzern, dann kann man die auch zu so einer Miete aufstapeln. Man kann da nochmal einfach eine Plane drüber machen und dann dafür sorgen, dass unter der Plane eben immer hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Und so kann man dann auch größere Mengen von Hölzern durchwachsen lassen. So, das ist jetzt mal hier so ein Beispiel für so einen Pilzgarten, wie das aussehen könnte. Da seht ihr hier. Da hatten wir drüber gesprochen, hier Schädlingsabwehr, erstmal hier so ein Schneckenzaun. Dann seht ihr hier so verschiedene Kulturen von diesen Baumstämmen, die vergraben sind. Also nachdem diese Baumstämme durchwachsen sind, werden die so bis zur Hälfte im Boden eingegraben und dadurch ziehen die dann auch über ihr Röhrensystem nochmal Wasser nach. Und teilweise wächst das Myzel, zum Beispiel vom Austernseitling, auch ein bisschen in den Boden ein, aber der, ja, und zieht da noch ein bisschen Wasser. Kann dann hier zum Beispiel auch noch mit Moos oder mit Gras bedecken, sodass hier die Schnittflächen noch ein bisschen befeuchtet sind. Das seht ihr hier in dem Teil. Dann hier sind solche Strohballenkulturen aufgestellt von verschiedenen Austernseitlingen. Hier drunter befindet sich ein Kulturträuschling. Hier seht ihr nochmal hier solche Kulturen in Töpfen und hier noch so eine Sackkultur, die wir vorhin schon besprochen haben. Und dann hier noch verschiedene Bottiche und Wannen für die Bewässerung von den Kulturen. Also hier kurz vor dem Beimpfen. Und hier so eine Tonne zum Beispiel kann man gut nehmen. Das ist eine Besonderheit beim Shiitake, dass man bei dem Shiitake die Stämme nicht eingräbt,
sondern angelehnt als Spalier zum Beispiel stehen lässt oder hochgestellt. Und bei denen kann man das so machen, dass man den wässert und dadurch kann man auch nochmal die Fruchtung induzieren. Das ist eine Besonderheit bei dem. So, wir hatten also vorhin gezeigt, man kann für das Beimpfen von den Hölzern kann man diese Impfdübel nehmen. Was man auch machen kann, man kann diese Hölzer eben auch mit der Körnerbrut beimpfen. Und da macht sich zum Beispiel gut, wenn man hier solche Kettensägenschnitte macht, umwickelt dann den Stamm hier mit Klebeband und macht ein kleines Loch hier und dann wieder an das Klebeband und streut dann hier die Brut ein und verschließt das dann wieder. Das ist dann eben auch eine gute Methode, hier nochmal die Brut einzubringen. Wenn man solche Stämme mit solcher Körnerbrut beimpft, hat man den Vorteil, dass man schneller Erträge bekommt und dass auch der Querschnitt von dem Stamm schneller besiedelt wird. Hat aber den Nachteil, dass es sein kann, wenn man zum Beispiel Druck hat von Mäusen oder sowas, dass die anfangen, hier die Körnerchen rauszuknabbern. Also in Sachen Schädlingsresistenz sind solche Impfdübel zum Beispiel dann besser geeignet als so eine Körnerbrut. Das muss man dann immer ein bisschen abwägen. Gut. Dann haben wir hier die Zusammenfassung. Also wir haben angefangen mit den wichtigsten Arten. Betonen möchte ich hier nochmal, wenn ihr anfangt, dann rate ich euch wirklich hier zu der Austernseitlingsverwandtschaft, weil die hat auch wirklich ein sehr breites Substratspektrum. Hier ist ja auch noch die Frage mit dem Kaffeesatz. Das wäre zum Beispiel auch möglich, Austernseitlinge auf Kaffeesatz anzubauen. Würde ich aber am Anfang nicht empfehlen. Am Anfang würde ich wirklich die Strohpellets empfehlen. Weil die sind sehr nah an der Stärke von den Austernpilzen. Die sind eben reich an Lignin und die sind reich an Zellulose. Und das sind wirklich die Substanzen, auf die sich der Austernseitling spezialisiert hat mit dem Abbau. Also auf Strohpellets wächst nur ganz selten Schimmel. Und Kaffeesatz zum Beispiel, da wachsen die Austernseitlinge auch sehr gut drauf und bringen auch gute Erträge. Aber auf Kaffeesatz wächst auch alles andere und das ist eben der große Nachteil. Der Kaffeesatz, das ist eben sehr stickstoffreich, sehr energiereich und das ist sehr häufig so, dass man da mehr Schimmel züchtet als irgendwas anderes. Und deswegen ist der Kaffeesatz an sich in der Form als reines Substrat nicht so sehr geeignet. Ich würde da wirklich mit den Strohpellets anfangen. Wenn ihr euch mehr mit der Brutgeschichte befasst, dann wäre das eine Geschichte. Da wird der Kaffeesatz interessanter, weil der eben sehr fein ist und dann hat er wieder diesen Vorteil, den wir vorhin angesprochen haben mit den Körnern. Man hat eben sehr viele so Okkulationspunkte, wo das so Myzel dann anfangen kann, in das Substrat reinzuwachsen. Also Kaffeesatz kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man in der Lage ist, sterile Substrate herzustellen. Ansonsten hat man da in den meisten Fällen nur Ausfälle und keinen Spaß an der Sache. Dann haben wir uns mit der grundlegenden Methodik des Pilzanbaus ja, befasst. Also wir sind darauf eingegangen, hier eben auf diese Pelletkulturen, auf die Braunkappe, besonders für die Leute interessant, die eben gerne Pilzbeete anlegen wollen. Und dann nochmal Ideen für das Anlegen eigener Kulturen auf Basis von Holz und Stroh. Okay, so wenn ihr weitere Fragen habt, ihr erreicht mich hier unter dieser E-Mail-Adresse und auf meiner Homepage. Genau. So, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, also stellt gerne Fragen. Okay, Pilzbrutherstellung. Danke. So, die Pilzbrutherstellung. So, wo fangen wir denn da an? Also klassischerweise ist es so, dass wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dann kommt ihr eigentlich an solcher Steriltechnik nicht vorbei. So. Also hier mit solchen Agarplatten, das ist eigentlich der Klassiker. Das ist das, was ich hier vorne gezeigt habe. Wenn man mit Brutherstellung anfängt, muss man in der Lage sein, sich hier solche Reinkulturen herzustellen. Das ist das hier am Anfang. Also
Gerade bei der Brut, das ist eben ganz wichtig zu wissen, die Brut ist eine reine Monokultur und das ist das Essentielle bei der Brut. Man muss dafür sorgen können, dass die völlig frei ist von anderen Organismen. Und das kann man eigentlich nur gewährleisten, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich sehr sauber zu arbeiten. Wenn man damit anfängt, ja, also ich selber, ich habe so einen Laminar-Flow-Hood, also der einen Luftstrom erzeugt, in dem im Prinzip keinerlei Staubpartikel sind, sodass man dann hier mit solchen Petrischalen arbeiten kann. Ja, aber es ist aufwendig. Würde das dann eigentlich lieber, also es ist eigentlich nochmal ein Thema für sich. Es gibt da nochmal ein paar Methoden, wie man das auch einfacher machen kann, aber da habe ich jetzt gerade das Bildmaterial nicht da. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier kurz erklären soll. Ja, Gudrun, ich weiß jetzt nicht, wie ist das mit den, woher bekomme ich Kulturen? Kann man das jetzt hier so sagen? Oder, also ich meine, Du findet meinst man eigentlich jetzt jemand? relativ schnell. Ich möchte jetzt ja eigentlich, findet man eigentlich ziemlich schnell, also wenn man eingibt Pilzbrut, Austernseitling oder Shiitake, dann landet man eigentlich sofort bei den bekannten, renommierten Anbietern. Ich möchte jetzt keine extra Firma empfehlen. Ja, Entschuldigung, das genau. halte ich ein bisschen wieder. Möchte ja keine Partei ergreifen. Ihr auch googeln, da kommt man ganz sicherlich auch hin, auch wie man das selber macht und so. Das ist ja jetzt ein Einführungswebinar gewesen, um überhaupt erstmal dieses Thema für die Gemeinschaftsgärten ein bisschen aufzubereiten. Das andere ist ja dann schon auch wirklich sehr speziell, wenn man da auch in die Richtung Sterilisierung gehen muss und so. Du denn da auch Kurse zu, auch zu dem Thema Pilzbrutherstellung? Naja, also das ist so, in den ich biete ja Kurse an und da gehen wir dann auch wirklich nochmal genau darauf ein, also wie man sich diese Brut selber herstellen kann. Und da erkläre ich das auch nochmal, wie man das mit einfachen Mitteln hinbekommen kann, dass man sich eben sterile Substrate herstellt und worauf man achten muss und gehen das an Beispiel nochmal durch, wie man sich auch solche Ackerplatten gießt und wie man sich so ein Laminar-Flow-Hood selber zusammenbauen kann und so weiter. E-Mail von Danny habt ihr ja gesehen auf der letzten Folie. Wie vorhin schon gesagt, die laden ja die Webinare alle hoch. Ihr findet die dann auf unserer Seite und dann da sind auch die Folien dabei und da ist dann auch die Kontakt-E-Mail. Aber auch wenn man nach ihm googelt, findet man pilzeselberzüchten.de, glaube ich. Jetzt Genau. kommen noch ein paar Fragen Ja, rein, habe ich gerade schön. Jetzt kommen noch ein paar gesehen. Fragen. Ich möchte noch mal hier auf die eine eingehen. Wie erkenne ich kranke Kulturen? Das ist eigentlich ganz einfach hier. Das könnt ihr eigentlich an dem Bild hier schon schön sehen. Das ist so, diese Kulturpilze, die bilden ja hier diese Fruchtkörper. Und an den Fruchtkörpern sind die Sporen dran. Und die meisten Schimmelpilze, die machen das anders. Die produzieren eben hier nicht diese Fruchtkörper, sondern die produzieren dann direkt auf dem Myzel hier die Sporen. Und das erkennt ihr dann ganz leicht, das wird dann grün, blau, bekommt weiße Fäden mit schwarzen Köpfen in allen möglichen Varianten. Das sieht aus wie gekämmt. Das kann man eigentlich ganz leicht erkennen. Also solange das wirklich hier so schön schneeweiß ist, ist das eigentlich immer in Ordnung. Wenn die Brut umkippt, das ist nicht gut. Also das ist wirklich hier so, also aus einer verseuchten Brut bekommt man keinen Ertrag mehr raus. Weil sobald da auch nur ein paar Schimmelpilze in der Brut drin sind und die haben Sporen gebildet, dann sind die so in der Überzahl, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich das gesamte Substrat einnehmen. Also man kann zum Beispiel eine verseuchte Brut auch nicht weiter vermehren. Da müsste man dann wieder zurückgehen und sich erst wieder eine Reinkultur herstellen, den Pilz isolieren und dann von dort aus dann wieder neue Brut herstellen. Ja, zur Champignonzucht. Ja, da bin ich jetzt auch gerade dran. Also ich kann so viel sagen. Also die Brut, die wächst deutlich langsamer. Beim Champignon ist es so, dass der wirklich davon profitiert, dass der
in so ein Ökosystem reingesetzt wird, also in diesem Substrat, in dem Champignon-Substrat, das ist ja nicht komplett tot, also da sind auch Bakterien drin und sowas, aber eben nur bestimmte hitzetolerante Bakterien, die dann auch nochmal dafür sorgen, dass das Myzel sehr kräftig wächst. Und das ist bei dem Champignon so ein bisschen der Trick. Also man kann Champignon auch auf sterilen Substraten züchten, aber das ist ziemlich schwierig. Also beim Champignon kommt man eigentlich um diese Kompostierung nicht drumherum. Und da ist auch ein bisschen der Nachteil, um in diese Heißrotte reinzukommen, braucht man eben sehr viel Material. Also wenn du in der Nähe einen Pferdehof hast oder sowas, dann hast du eigentlich beste Voraussetzungen. Ansonsten lohnt sich's nicht so. Oh ja, das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Danke. Nochmal hier zu den Giftpilzen. Und zwar ist das so, ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr euch die Pilzkulturen anlegt, immer nochmal gucken, ob da auch wirklich der Zielpilz wächst, ne? Also zum Beispiel hier gerade das letzte, was wir hier hatten mit den Baumstämmen, da werdet ihr ziemlich häufig sehen, dass hier noch andere Pilze dran wachsen. Also da werdet ihr verschiedene Trameten dran wachsen haben. Das kann sein, dass sich da grüne Schwefelköpfe ansiedeln oder in den Strohballen, da können verschiedene Tintlinge leben. Also das ist immer so, ihr müsst wirklich nochmal, bevor ihr die esst, gucken, ob das, was da gewachsen ist, auch wirklich der Zielpilz ist. Genau, die Hackschnitzel, die würde ich an den Kulturträuschlingen verfüttern. Vielleicht nochmal eine Vorkultur machen mit frisch fermentiertem Stroh und dann die Holzhackschnitzel drumherum betten. Sehr schwierig. Gerade wenn also zum Beispiel, wenn man sich wirklich aus Sporen eine neue Kultur züchten will, muss man eigentlich dafür sorgen, dass dieser Fruchtkörper, der die Sporen abwirft, schon an sich sehr sauber ist. Das ist zum Beispiel bei einem Pilz, der im Freien fruchtet, kaum gegeben, weil die Fruchtkörper, die sind immer mit anderen Organismen besiedelt, mit Milben und Bakterien und was weiß ich was. Da bekommt man sehr schlecht eine Reinkultur raus. Es ist ziemlich aufwendig. Also wenn man aus Sporen züchtet so, da müsste man eigentlich noch Verdünnungen herstellen und das bekommt man aus dem Stegreif eigentlich nicht hin. Ja, also das ist, ich sehe schon man kann das im Prinzip, das ist ja auch das, was ich mache, man kann Brut immer weiter auch vermehren, das geht schon. Es ist aber eigentlich schon ein anderes Thema wieder. Das geht dann nochmal hier auf den anderen Aspekt ein, den ich jetzt nicht erwähnt habe, wie man sich diese sterilen Kulturen herstellt. Zeitaufwand einschätzen, in welche Richtung? Hier kommen jetzt ganz viele Fragen zu alternativen Substraten. Also es gehen gerade bei den Austauschseitlingen, wie gesagt, da gehen wirklich verschiedenste Substrate. Also zum Beispiel werden auch auf Baumwollabfällen oder sowas werden auch Pilze gezüchtet. Es kommt eben immer darauf an, wie viel Vorerfahrung man hat. Also man kann wirklich sehr viel verwenden. Also zum Beispiel in Amerika ist auch ganz populär, Austernseitlinge auf Papier und Pappe zu züchten. Das geht auch. Ich betone eben immer wieder diese Strohpellets, weil ich selber weiß aus eigener Erfahrung, dass das das einfachste Substrat ist. Wenn man damit anfängt, dann hat man schon erste Erfolge. Wenn jetzt bei anderen Substraten kommt immer drauf an. Also zum Beispiel das Leinenstroh ist wahrscheinlich ziemlich belastet, auch mit Staub, Schmutz, Sporen, Bakterien und so weiter. Das müsste man zumindest noch mal fermentieren. Aber man kann da eben sehr schlecht was Genaues dazu sagen. Ja, da ist noch die Frage, Klonen von einem Wildstamm, das mache ich gerne. Also das kann man machen. Das geht. Dann ist viele von meinen Kulturen, die ich habe, jetzt auch hier gerade von der Winterauster, die ich euch gezeigt habe, die so schön
auf diesem verschneiten Stamm gewachsen ist. Das ist auch ein Pilz, den hatte ich gefunden und in Kultur genommen. Das geht schon. Genau, also Brutherstellung wäre wirklich nochmal komplett eine Geschichte. Das Stammstück, das kommt jetzt darauf an, was man hat. So traditionell würde man sagen, ein Shiitake-Knüppel eher länger, so ab 1 Meter, weil die in der Kulturführung dann ein bisschen anders sind. Und ansonsten so ab 30 cm Länge ist das interessant. Und vom Stammdurchmesser würde ich sagen über 10 cm, weil also die würden auch wachsen auf dünneren Hölzern, aber die trocknen eben leichter aus und deswegen, also die sind, die Wasser. Speicherkraft ist da geringer. Kann übrigens, ihr seht da ja hier in dem Bild nochmal hier diese Baumstubben, die könnte man jetzt zum Beispiel auch beimpfen für so eine Art Biorodung. Also wenn man da jetzt frisch gefällten Alleebaum hat oder sowas, könnte man dann hier auch solche Impfdübel reinbringen und so würde dann hier der Pilz reinwachsen, langsam hier die Wurzeln vermodern lassen und dann zur richtigen Jahreszeit noch ein bisschen Ertrag bringen. Was wolltest du denn wissen mit deiner Anmerkung Zeitaufwand einschätzen? Wie lange es dauert von Brutansätzen bis zur Ernte? Weil da in Göttingen machen die auch ein Pilzprojekt bei den internationalen Gärten. Ja, das kommt jetzt drauf an, ne? Also das kommt immer auf den Startpunkt drauf an. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich finde einen Pilz und nehme den in Kultur bis zur ersten Ernte, das kann schon eine Weile dauern. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel eine Reinkultur kauft und oder woanders her bekommt, dann geht das schneller. Also es kommt auf den Startpunkt an. So wenn man jetzt es hängt auch davon ab, wie viel Brut man verwendet. Also wie gesagt, also diese Sackkulturen mit den Strohpellets, die sind sehr schnell. Also wenn die bei 20 Grad durchwachsen, dann sind die meistens nach wenigen Wochen völlig besiedelt und bringen dann schon vielleicht nach 2 Monaten gute Erträge. Ich glaube, du hast alle Fragen beantworten können, Benny. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch für eure rege Beteiligung und das damit ausgedrückte Interesse. Ich hoffe sehr, dass ihr euch angeregt und auch befähigt fühlt, jetzt tatsächlich experimentell mit Pilzanbau in euren Gartenprojekten loszulegen. Natürlich gerne auch erstmal in der Küche, aber uns geht es ja darum, dass in den Gemeinschaftsgärten weiteres entsteht, Menschen dafür gewonnen werden können, Neues auch ausprobiert wird. Ja, herzlichen Dank. Ihr könnt zu dem Thema natürlich auch weiter Fragen stellen. Ich kann die sammeln, schicke die Danny und hoffe, er beantwortet sie dann vielleicht auch noch. Und ansonsten probiert es aus. Viel Spaß dabei und einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Bis dann, ich rufe dich morgen mal an. Tschüss. Tschüss, danke.